Startplatz Brauneck bei Lenggries. Ich bin der Albert aus München und möchte heute einfach mal kurz den Startplatz am Brauneck vorstellen zum Gleitschirmfliegen. Genauer gesagt gibt es drei Startplätze, einen Oststartplatz, einen Südstartplatz und einen Nordstartplatz. Das heißt, du kannst eigentlich bei fast allen Windrichtungen am Brauneck fliegen. Der Landeplatz ist auch wunderschön groß. Das Einzige, wo du jetzt nicht fliegen, also zumindest bei stärkerem Westwind, ist das Brauneck nicht geeignet. Da wird es dann ungemütlich. Aber da gibt es dann auch andere Berge in der Umgebung. Ja, was gibt es hier noch zu wissen? Also ich finde, das Brauneck ist sehr gastfliegerfreundlich. Du kannst kostenlos parken, was nicht überall der Fall ist. Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. Die Seilbahn ist auch relativ preisgünstig. Auch die Start- und Landegebühr ist mit circa, also die 5er Karte kostet 7 Euro, was ich wirklich fair finde. Da verlangen ja andere Gleitschirmvereine extrem horrende Gebühren. Da finde ich diese 1 Euro, 1,50 Euro finde ich da mehr als fair, denn davon werden ja auch die Wiesen bezahlt, die Bauern werden bezahlt. Das ist unheimlich wichtig auch, ja, dass man dieses Fluggebiet erhält, und das zahle ich einfach gerne. Das Brauneck ist sehr beliebt hier in der Umgebung. Gerade aus München kommen dann doch sehr viele Gleitschirmflieger zum Fliegen. Du kannst eigentlich schon sehr früh starten in der Regel und den ganzen Tag fliegen bis spät am Abend. Abends geht es dann gut mit dem Talwind auf der Nordseite. Morgens die Ost- oder die Südseite dann eher. Und ja, damit es auch für alle entspannt bleibt, bitte blockier nicht stundenlang den Startplatz. Es regt unheimlich auf, wenn dann jemand kommt, noch nichts hergerichtet hat. 20, 30 Leute warten auf ihren Start und du sortierst da erstmal gemütlich deine Leinen. Das kannst du einfach auf der Seite machen. Gilt eigentlich für jeden Startplatz, aber gerade hier, wo es sehr viel Betrieb ist, ist es umso wichtiger, dass du dich da einfach ein bisschen dran hältst und nicht stundenlang den Betrieb aufhältst. Hier gleich links von der Seilbahn sehen wir den Oststartplatz. Der eignet sich hauptsächlich bei Ostwind und vor allem auch vormittags. Momentan ist es so circa 12 Uhr, der Wind steht eigentlich perfekt an, ein bisschen von Nord. Man könnte jetzt aber eigentlich gut starten. Warum die jetzt hier nicht starten, ist ganz einfach, weil da vorne ein Hubschrauber gelandet ist. Und da sollte man ja bekanntlich nicht starten, um den Hubschraubereinsatz nicht zu behindern. Sobald der Talwind da ist, also so ab 12, 1, je nach Tag, muss man hier auf der linken Seite aufpassen, dass man nicht in den Lehbereich reinkommt. Also im Idealfall mit großer Höhe überfliegen, um dann auf die Nordseite zu kommen. Oder noch sicherer ist, man fliegt einfach geradeaus Richtung Umsetzer, macht dort Höhe und fliegt dann wieder zurück. Ansonsten ist der Startplatz eigentlich relativ unproblematisch. Bisschen auch auf diese ganzen Seile, die hier gespannt sind, aufpassen. Und wo es dann eigentlich immer geht, ist da unten am Umsetzer. Da kann man sich auf jeden Fall halten, oft auch Thermik aufdrehen und dann, wie gesagt, zurück zum Brauneck fliegen. Ja, nicht weit weg von der Bergstation, von der Seilbahn, nochmal 5 bis 10 Minuten, ja, 5 Minuten hochgehen, sind die anderen beiden Startplätze. Da haben wir auch nochmal eine Tafel, wo alle Infos draufstehen. Hier ist der Südstartplatz mit herrlichem Blick aufs Karwendelgebirge. Wiesenstartplatz, eigentlich nicht viel zu sagen, geht halt bei Südwind. Platz ist hier auf jeden Fall genug. Ja, meistens wird jedoch eher der Nordstartplatz, zumindest sobald der Talwind da ist. Also auch jetzt haben wir Nordwind, haben wir dort einen schönen Startplatz. Wie gesagt, dort ist eigentlich auch nicht viel zu beachten, außer bei Westwind ein bisschen aufpassen. Bei starkem Ostwind nicht zu weit hinten reinfliegen, da könnte es dann schwierig werden, wieder zurückzukommen. Ja, und wenn
Hier warten jetzt schon einige, also da ist immer ein bisschen was los. Seitwärts, seitlich irgendwo den Schirm herrichten und startklar machen und dann halt ja, starten, wenn es soweit ist. Vorne ist der Blomberg. Ja, an guten Tagen kann man da auch mal versuchen hinterzukommen. Ist natürlich gegen den Talwind ein bisschen schwierig. Und ansonsten halt hier hat man ja das ganze Gebiet.